Es war schon immer sehr interessant für mich zu beobachten, wie andere ihr Geld ausgeben. Die einen haben von Beginn an ihres Berufslebens ein durchaus nettes Gehalt und schaffen es trotzdem nicht, langfristig Wohlstand aufzubauen. Und dann gibt es andere, die weniger Einkommen haben, die sich aber über die Zeit wirklich etwas aufbauen, sodass sie irgendwann weniger oder gar nicht mehr arbeiten müssen. Einer der häufigsten Unterschiede ist, dass die erste Gruppe ungute finanzielle Gewohnheiten hat, die zu weniger Geld führen. Und das oftmals, ohne dass diese Menschen es wirklich merken, denn unsere Gewohnheiten laufen meistens unbewusst ab. Wenn wir diese schlechten Verhaltensweisen ablegen und doch bessere ersetzen können, dann können wir langfristig viel einfacher Wohlstand aufbauen, denn unsere Gewohnheiten arbeiten dann quasi automatisch in die richtige Richtung. Deswegen heute in diesem Video acht Geldgewohnheiten, die uns finanziell zurückhalten und unseren Wohlstandsaufbau limitieren. Falls du neu hier bist, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieursdoktor und MBA. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Erstens, sich selbst zuletzt bezahlen. Wenn das Gehalt reinkommt, wen bezahlst du dann als erstes? Für viele Menschen kommen zuallererst laufende Kosten wie etwa Miete, Versicherung und Abos. Von dem, was dann noch übrig bleibt, werden dann Einkäufe, Anschaffungen und Freizeitgestaltung bedient. Und am Ende gönnen wir uns vielleicht noch etwas. Und das, was am Monatsende noch übrig bleibt, planen wir dann zu sparen oder zu investieren. Das Problem ist nur, dass auf diese Weise meistens nur wenig bis gar nichts zum Investieren übrig bleibt. Denn wir priorisieren mit diesem Ausgabeverhalten, andere Leute zu bezahlen, anstatt unseren eigenen Wohlstand aufzubauen. Menschen, deren Wohlstand langfristig wächst, machen es meistens genau andersrum. Bevor sie andere Leute bezahlen, zwacken sie einen bestimmten Prozentsatz ihres Einkommens direkt am Monatsanfang ab. Und überweisen es per Dauerauftrag auf ein separates Sparkonto, das dem langfristigen Wohlstandsaufbau dient. Und leben dann von dem, was noch übrig bleibt. Auf diese Weise ist es quasi sichergestellt, dass dein Vermögen auch wirklich Monat für Monat ein kleines bisschen anwächst, ohne dass wir die Einschränkung großartig merken denn wir Menschen werden uns sehr schnell an den kleineren finanziellen Rahmen gewöhnen. Das Parkinson'sche Gesetz sagt zum Beispiel, dass wenn wir eine Aufgabe erledigen müssen, dann ist es oft egal, ob wir zwei Monate, zwei Wochen oder zwei Tage dafür Zeit haben. Fertig werden wir in quasi allen Fällen nur knapp vor der Deadline, denn wir Menschen tendieren dazu, den zur Verfügung stehenden Rahmen stets voll auszunutzen. Und so ähnlich ist es bei Finanzen auch. Wenn wir irgendwann mehr verdienen und keine guten Spargewohnheiten haben, dann wird sich unser Lebensstil schnell unserem Einkommen anpassen, sodass wir dann trotz mehr Gehalt wieder nicht mehr sparen können. Das nennt man dann Lifestyle Inflation. Wenn wir aber über den Monat weniger Geld zur Verfügung haben, weil wir zum Beispiel 10 bis 20 Prozent unseres Einkommens am Monatsanfang auf unser Sparkonto überweisen, dann werden wir auch damit häufig sehr gut zurechtkommen, ohne uns wirklich stark eingeschränkt zu fühlen. Und falls du skeptisch bei diesem Punkt bist, ob Wegsparen am Monatsanfang wirklich funktioniert, dann probier es einfach mal aus. Vielleicht musst du in den ersten Monaten noch herausfinden, ob du 10, 20 oder wie viel Prozent auch immer wegsparen kannst. Aber unabhängig von der Sparrate ist dieser Tipp ohne Zweifel eine sehr gute finanzielle Gewohnheit. Denn sie dreht unsere Finanzen automatisch in die richtige Richtung. Zweitens, zu viele Schulden aufnehmen. Bei uns in Deutschland ist es zum Glück noch nicht so krass wie in Amerika, wo Schulden quasi fast normal sind und gefühlt jeder Student mehrere 10.000 Dollar an Studienkrediten zurückbezahlen muss. Aber auch in Deutschland ist die durchschnittliche Schuldenlast laut Statistischem Bundesamt etwas über 30.000 Euro. Und Schulden aufnehmen ist manchmal nötig und kann sinnvoll sein, beispielsweise beim Aufbau eines Unternehmens oder beim Immobilienkauf. Aber viele Leute nehmen eben auch für kleinere Dinge Schulden auf, zum Beispiel für Elektronik. Möbel oder andere Sachen. Und durch die zahlreichen Kreditangebote werden wir dazu verführt, uns Dinge zu kaufen, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Denn wenn wir den ganz großen Betrag in monatlich kleineren Raten zurückbezahlen können, dann kommt es uns schon gar nicht mehr so viel vor. Und wenn wir das öfter machen, bauen wir jeden Monat mehr und mehr finanzielle Verpflichtungen auf, die uns dann das Geld nur so aus der Tasche ziehen. Uns muss bewusst sein, den Preis für die Ware müssen wir sowieso bezahlen. Und wir strecken den Betrag nur über etwas mehr Zeit. Und dazu kommen dann selbstverständlich in den meisten Fällen noch Zinsen. Kredite können eine ziemliche Schuldenfalle sein. Deswegen ist meine Regel, wenn ich mir etwas, bis auf die zuvor genannten Ausnahmen, nicht leicht per Einmalzahlung leisten kann, dann kaufe ich es nicht und einen kredit der mit zinsen verbunden ist erwäge ich erst gar nicht falls du eine kreditkarte hast sollst du unbedingt darauf achten dass du den offenen betrag monatlich vollständig tilgst denn dann fallen oft keine zinsen an aber bei vielen karten gibt es heutzutage die sogenannte teilrückzahlung bei der nur ein prozentsatz monatlich getilgt wird was dann typischerweise mehr kostet drittens keinen notgroschen haben keine ersparnisse zu haben auf die wir im notfall zurückgreifen können ist aus meiner sicht ein echt mieses gefühl denn dadurch sind wir wenn wir es uns genau überlegen ziemlich unfrei wir wissen im Ernstfall, wenn wir unseren Job verlieren oder aus ungeplanten Gründen einen hohen Betrag benötigen, haben wir ein ernstes Problem. Keinen Notgroschen zu haben, ist deswegen für viele Menschen mit großen Sorgen und schlechtem Schlaf verbunden. Auf der anderen Seite wissen wir, wenn wir einen Notgroschen haben, zum Beispiel drei bis sechs Monatsgehälter, dass wir im Ernstfall einen stabilen Puffer haben. Und das lässt uns dann deutlich ruhiger schlafen und uns aufgrund des ruhigeren Kopfs bessere finanzielle Entscheidungen treffen. Falls du also noch keinen Notgroschen aufgebaut hast, würde ich dir dringend zum Aufbau eines solchen raten, noch bevor du Geld investierst. Viertens, keine Übersicht haben über Einnahmen und Ausgaben. Die meisten Leute wissen relativ gut über ihre Einnahmen Bescheid, aber bei den Ausgaben ist es in vielen Fällen eher ein Mysterium, wo das ganze Geld letzten Monat eigentlich schon wieder hingeflossen ist. Wenn wir hier keine bzw. nur eine sehr vage Vorstellung haben, wo wir aktuell finanziell stehen, und wie viel Geld wir monatlich für was ausgeben. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass wir unser Finanzpotenzial nicht voll ausschöpfen. Bahn ist ein extrem wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Und wenn wir unsere Sparrate optimieren wollen, dann müssen wir wissen, wie viel Geld wohin fließt denn nur so können wir die effektivsten Stellschrauben identifizieren. Falls du kein so gutes Gefühl über deine Ein- und Ausgaben hast, dann rate ich dir zumindest mal über zwei bis drei Monate ein Haushaltsbuch zu führen und deine Ausgaben zu tracken. Ich verspreche dir, falls du sowas noch nie gemacht hast, wirst du ein besseres Bewusstsein für deine Finanzen bekommen und es wird sich langfristig lohnen. Fünftens, Overspending. Ein Grund, warum wir oft viel mehr Geld ausgeben, als gut für uns wäre, ist, dass wir mit unserem Umfeld mithalten wollen. Wir sehen vielleicht unsere alten Schulfreunde, die mittlerweile ein tolles Haus oder ein schickes Auto haben und wir fragen uns, warum habe ich das eigentlich nicht? Oder wir haben Freunde, die immer teuer und schick ausgehen wollen und wir haben irgendwie immer das Gefühl, da mitziehen zu müssen. Zudem wollen uns Werbung und Medien immer wieder verklickern, was wir alles brauchen, um glücklich zu sein. Und diese Unternehmen sind in ihrem Marketing oft ziemlich clever, wie sie die Leute dazu bringen, mehr Geld auszugeben. Wir müssen aber erkennen, dass diese ganzen Verlockungen finanziell sehr schädlich sein können. Nur weil jemand anderes ein teures Auto oder überhaupt ein Auto hat, musst du dir noch lange keins kaufen. Und nur weil die Werbung sagt, du brauchst dieses neue Parfum, diese Jeans oder dieses neue Handy, muss das noch lange nicht stimmen. Frag dich lieber, ist dieses Auto, dieses Handy oder diese Jeans wirklich gut angelegtes Geld für etwas, das du wirklich brauchst? Oder glaubst du nur, dass du es das brauchst, obwohl du es rein rational betrachtet eigentlich nicht brauchst? Falls du dich bei diesem Punkt angesprochen fühlst, hinterfrage hier einfach nochmal dein Ausgabeverhalten. Dein Kontoauszug in den kommenden Monaten wird es dir danken. Sechstens, nur aufs Sparen fokussieren. Wenn wir wissen, was wir einnehmen und ausgeben und wir auch eine gute Sparquote haben, dann müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Und viele machen den Fehler, dass sie sich in Bezug auf ihre Finanzen dann nur noch aufs Sparen konzentrieren. Das Problem ist nur, dass es irgendwann sehr, sehr schwer wird, seine Sparrate noch weiter zu optimieren. Und artet dann womöglich in Einschränkungen oder größerem Aufwand aus. Meine Meinung ist, wir müssen nicht unbedingt zum Hardcore-Frugalist werden, es sei denn, das ist unser präferierter Lebensstil, sondern eine Sparquote ist dann gut, wenn sie auf der einen Seite hoch ist, uns aber auf der anderen Seite auch nicht allzu sehr einschränkt. Aber wenn wir bereits eine solide Sparrate haben, ist es in vielen Fällen besser, ein höheres Einkommen anzustreben. Denn Sparen ist irgendwann mehr und mehr limitiert, während Einkommen theoretisch kein Limit hat. Mehr Einkommen, das kann durch das Anstreben einer Gehaltserhöhung erfolgen, entweder im bestehenden Job oder durch einen Wechsel. Möglicherweise ergibt es für dich auch Sinn, erst nochmal mehr Geld auszugeben, um Fähigkeiten zu lernen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind. Oder du baust dir neben deinem Gehalt einen zweiten Einkommensstrom auf, etwa durch einen Nebenjob oder eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Wichtig an dieser Stelle ist nur, dass wir Wohlstand nicht ausschließlich auf der Sparenseite betrachten, sondern langfristig auch unser Einkommen steigern müssen. Siebtens, zu lange aufs Investieren warten. Wenn wir bereits eine solide Sparquote und ein gesundes Ausgabeverhalten haben, wenn wir einen Überblick über unsere Einnahmen und Ausgaben haben und auch an beiden arbeiten, und außerdem einen Notgroschen angespart haben, dann machen wir schon vieles richtig. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen, unser Kapital auf dem Bankkonto versauern zu lassen. Eine Ausnahme von dieser Regel ist der Notgroschen, der schnell verfügbar, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto, geparkt werden sollte. Aber für alles darüber hinaus brauchen wir einen Plan. Denn nichts tun ist teuer. Erstens ist unser Geld, wenn wir es liegen lassen, der Inflation ausgesetzt und bei durchschnittlich 2% Inflation halbiert es seine Kaufkraft innerhalb von ca. 35 Jahren. Auf der einen Seite wären dann noch die sogenannten Opportunitätskosten. Wenn wir unser Geld nämlich nicht anlegen, dann verpassen wir Rendite. Und diese verpasste Rendite könnte man als Kosten betrachten. Aus 10.000 Euro können in 30 Jahren bei 7% durchschnittlicher Rendite pro Jahr über 76.000 Euro werden. Wenn wir länger warten und diese 10.000 Euro zum Beispiel nur drei Jahre später anlegen, Hätten wir zum gleichen Zeitpunkt nur 62.000 Euro. Wir hätten also in diesem Fall die Chance verpasst, drei Jahre länger zu investieren, was gleichbedeutend mit 14.000 Euro wäre. Deswegen ist es umso wichtiger, sich frühzeitig mit dem Investieren auseinanderzusetzen und damit zu starten. Und das auch wenn du noch nicht so großartig hohe Beträge zum Investieren übrig hast, denn Zeit sowie praktische Erfahrungen sind Geld. Achtens, sich nicht um Finanzen kümmern. Dieser Kanal will dazu beitragen, mehr Finanzwissen zu verbreiten. Und ich freue mich, dass du dieses Video erschaust. Und falls dir das Video bisher gefallen hat, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und drücke auf die Glocke, damit du keine Videos mehr verpasst. Aber nicht jeder ist so wie du und ich. Und let's be honest, viele Menschen wollen sich gar nicht mit Finanzen beschäftigen, denn das Thema ist ihnen vielleicht zu abstrakt zu kompliziert oder sie denken, die Beschäftigung mit Finanzen bringt nichts. Und dann gibt es viele Menschen, die sagen, dass es ja so viele wichtigere Dinge im Leben gibt als Geld. Und weißt du was? Sie haben recht. Aber die Sache ist doch, wenn wir kein Geld haben und in eine finanzielle Notlage geraten, dann wird Geld plötzlich zu wichtig. Und vor solchen Situationen kann uns Geld eben bewahren. Und auch kann Geld uns die Möglichkeit geben, schöne Dinge zu erleben, freier zu werden und uns nicht ständig Sorgen machen zu müssen. Aus diesem Grund ist es doch eine gute Sache, die Grundlagen persönlicher Finanzen zu lernen und an unserem Wohlstand zu arbeiten, wenn es doch ein paar sehr klare Benefits für unser Leben haben kann. Geld ist zwar nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Hör deswegen nie auf, dir finanzielles Wissen anzueignen. Deine zukünftigen Finanzen werden es dir danken. Und falls du daran interessiert bist, wie du dein Sparverhalten optimieren kannst, dann interessiert dich vielleicht mein letztes Video, in dem ich dir zehn Dinge zeige, für die ich früher mal Geld ausgegeben habe, aber es jetzt nicht mehr tue. Zum Schluss danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.